Dann hat die Anne Rose geschrieben, sind denn die Ärzte darauf vorbereitet bis 2021? Nee, eben nicht. Also im Moment bewegen wir uns in einer Welt voller Konjunktive. Ich selber hatte letztes Jahr das Vergnügen, auf einer Podiumsdiskussion Teilnehmer zu sein, im Marburger Bund, dem Ärzteverband. Dort saß der zuständige Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Gesundheit und er hat quasi dann so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Er hat dann darüber gesprochen, was die Patientenakte kann. Und da war sehr viel Konjunktiv mit dabei. Also sie könnte dann und eventuell und Mehrwert. Aber es ist noch niemand darauf vorbereitet. Also das ist, ich gebe ein zweites Beispiel, was verdeutlicht, wie digitalisiert der deutsche Arzt ist. Ich habe gestern, habe ich, ein guter Freund von mir hat ein Startup gegründet und hat über künstliche Intelligenz kann er im Mund-Kiefer-Bereich Röntgenbilder analysieren und kann sagen, da ist irgendwas falsch oder vermessen etc. Er sagt, der Großteil seiner Kunden, die dieses Startup nutzen, sind junge Ärzte, weil die älteren Ärzte teilweise einfach den Internetanschluss gar nicht haben. Also das heißt, wir haben tatsächlich ein Infrastrukturproblem, dass Ärzte noch nicht darauf ausgelegt sind, Daten über das Internet entsprechend auszutauschen. Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir eine elektronische Patientenakte einführen. Also da muss noch sehr, sehr viel passieren. Ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr da jetzt Bashing betreiben, sondern es ist einfach historisch gewachsen, war bisher nicht der Need dafür da. Aber da sieht man auch wieder, dass es vom Gesetzgeber her vorgegeben ist, was passieren muss, aber zu keiner Zeit an den Patienten, an den Arzt, an den Apotheker, an die Krankenkasse. Da wird einfach zu wenig an die tatsächlichen Anwender gedacht, sondern einfach von oben versucht, ein System durchzustülpen oder durchzudrücken, was halt faktisch in der praktischen Anwendung noch enorm großes Potenzial hat.